Hi Leute und willkommen zurück bei Einstieg in die Riffaquaristik. Heute geht es um den Bodengrund. Bleibt dran! Ja, hi und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wie die Überschrift schon sagt, geht es heute um den Bodengrund. Da möchte ich euch einfach mal zeigen, wie es dann nachher aussieht, wenn der dann nachher auf dem Boden liegt. Und ja, vorweg muss ich unbedingt mal sagen, ey, vielen Dank für die positiven Feedbacks. Das freut mich tierisch und ich habe auch schon öfter jetzt gelesen, da, Mensch, dank dir traue ich mich da jetzt auch ran und hole mir jetzt auch ein Meerwasser-Aquarium. Und ja, das sehe ich immer häufiger und das ist eigentlich genau das, was ich mit meinem Kanal erreichen möchte. Ich möchte einfach die Riff-Aquaristik euch näher bringen. Ja, und ich hätte da nie mit gerechnet, dass das so eine große Anteilnahme ist und ja, das freut mich auf jeden Fall tierisch. Und auch wenn ich jetzt sehe bei YouTube, da die Abonnentenanzahl, die steigt momentan, ich weiß gar nicht, 30, 40 Leute pro Tag und das freut mich auf jeden Fall tierisch. Und auch bei meinem Facebook-Kanal, beziehungsweise bei der Facebook-Gruppe Eider Aquaristik, da werden ständig mehr und ja, das macht mir tierisch Spaß und bereitet mir eine große Freude und ja, vielen Dank erstmal dafür. Ja, heute geht es um den Bodengrund und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wie das dann aussieht. Ja, hier steht er nun und ja, ich hatte den ja in meinem letzten Video schon vorbereitet und wer es noch nicht gesehen hat, der kann sich das ja gerne nochmal anschauen. Da habe ich einfach gezeigt, wie man den wäscht und so weiter, was jetzt keine große Kunst ist, aber es ging mir eigentlich hauptsächlich darum, auch euch zu zeigen, welchen Bodengrund ich denn für mein Aquarium benutze. Ja, und das ist ein ziemlich feiner Sand, so 1 bis 2 mm. Und dann habe ich da noch Korallenbruchstücke von 2 bis 5 mm mit dazu geholt. Da habe ich jetzt 4 Säcke A5 Kilo, habe ich jetzt den Feinsand und einmal 5 Kilo Korallenbruch. Und ja, ich finde die Mischung eigentlich ganz cool. Schauen wir mal, wie das dann nachher aussieht. Aber das sieht man natürlich am besten erst, wenn das Becken dann komplett voll ist. Aber dazu später mehr. Ja. Dann legen wir einfach mal los. Jetzt mal ein bisschen was reinmachen. Ja, einige haben jetzt auch gesagt, nimm nicht so viel Kies. Und oh mein Gott, das möchte ich auch nicht. Ich möchte so 1 bis 2 cm höchstens reinmachen. Und einfach, ich mag es halt nicht so. Also es ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Viele wollen gar keinen Bodengrund mehr reinmachen, aber ja, ich weiß nicht, ich kann dem nichts abgewinnen, wenn der Boden nachher komplett rot mit Kalkrot zuwächst. Von daher, ich bin das eher so, dass ich das Natürliche finde, gut finde und da gehört für mich einfach Kies dazu. Genauso gehen da die Meinungen auseinander. Mit dem Bodengrund als erstes reinmachen und dann das Gestein drauf. Aber ja, ich finde halt einfach, wenn ich das Gestein jetzt vorher, so wie ich jetzt hier auf dem Bodengrund vorher stelle, auf den Boden stelle, und da kein Kies unter ist, ist das weniger gefährlich, als wenn da noch ein paar Kieselsteine dazwischen sind, weil die halt spitzer sind und dann die Bodenplatte doch kaputt machen können. Hier sind jetzt richtig stumpfe Stellen, also da ist nichts Spitzes und deshalb habe ich da auch nichts untergepackt, weil ich halt auch nicht möchte, dass da irgendwas passiert von wegen ja, Fäulnis unter den Plexiglasplatten, die man unterlegen kann. Und von daher habe ich das jetzt so gemacht. Ja. Der Riffaufbau steht auf jeden Fall echt gut. Es hält alles, ist alles trocken und gefällt mir immer mehr. Ja, ich werde jetzt hier erstmal einmal voll machen und dann sehen wir uns gleich nochmal. Ja, jetzt verteile ich das schon mal so ein bisschen. Schiebe das so ein bisschen hier unter das Griff. Ja, weiß nicht, ich finde das auch vorteilhaft, wenn man es vorher macht. Weil wenn man das alles nachher, wenn schon Wasser drin ist, reinmacht, dann hat man so viel Trübung nachher da drin. Und so ist es einfach viel besser. Aber jeder hat seine eigene Meinung und jeder hat seine eigene Technik und dann muss das einfach jeder selber wissen.
Ja, warum mache ich Bodengrund auch noch rein? Weil ich einfach auch Tiere habe, die im Boden leben. Also ich möchte ganz gerne sandgrabende Grundeln haben und ich habe halt in meinem alten Becken habe ich noch einen Knallkrebs mit Grundel und damit die sich hier auch wohlfühlen, braucht man einfach ein bisschen Bodengrund. Ja, ich gehe jetzt immer mit der flachen Hand jetzt nochmal rein und drücke das alles immer so ein bisschen flach, weil so kann ich am besten sehen, ja, wie viel Bodengrund ich jetzt drin habe, welche Stärke, wenn ich es jetzt so mit dem Finger reinpiek. Also es ist wirklich ganz wenig hier. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber das ist echt nur 1 bis 2 Zentimeter höchstens. Hier, jetzt gehe ich überall einmal lang, drücke das überall einmal flach. Und ich finde auch jetzt mal von vorne, wo ihr jetzt gerade reinguckt, es kommt einfach tierisch geil jetzt auch rüber mit dem Riffaufbau. Also ich bin da sowas von zufrieden mit. Könnt ihr mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Ich gucke halt auch jetzt schon, dass ich es alles ein bisschen unter das Riff drücke, einfach um sicher zu gehen, dass ich überall die gleiche Stärke habe. Wenn man nachher Wasser reinlässt, verteilt sich das sowieso und spätestens wenn man Fische drin hat und Einsiedler und so, dann verteilt sich das sowieso alles. Aber ich finde es halt optisch so erstmal schöner. Ja, und apropos Becken befüllen, werde ich nachher schon anfangen. Ich schließe jetzt gleich die Osmoseanlage an und ich habe mir so ein 20 Meter langen Osmose-Wasserschlauch geholt und ja, den gibt es für 17 Euro, habe ich da jetzt für bezahlt bei eBay. Und dann werde ich es direkt an die Osmoseanlage in der Küche anschließen und werde das Becken dann komplett mit Osmosewasser befüllen und hin und wieder mal ein bisschen Salz dazu geben. Aber das richtige Aufsalzen, das mache ich dann erst zum Schluss. So, ich werde jetzt hier hinten noch ein ganz bisschen reinmachen und dann zeige ich euch das nochmal von allen Seiten. Ja, so schaut es jetzt aus und ich bin da mega mit zufrieden. Überall die kleinen Höhlen hier, das kommt halt alles noch sehr viel mehr rüber, jetzt wenn der Kies drin ist und ja, ich finde das echt extrem geil. Auch so mit der Zunge, mit der schwebenden. Also ich kann es nicht nachvollziehen, wenn man kein Kies reinmacht. Also ich finde es so persönlich sehr viel schicker. Ja, wir schauen auch nochmal von der anderen Seite. Und das ist jetzt halt tatsächlich nur ganz wenig. Also wenn ich hier meinen Finger daneben packe, viel breiter ist es auch nicht. Ja, und das bleibt jetzt auch so. Mehr mache ich da nicht rein. Hier auch nochmal eine kleine Höhle. Finde ich echt gut gelungen. Ja, auf jeden Fall auch nochmal ein Dankeschön an die, die mir dazu gratuliert haben zur neuen Wohnung und zur neuen Freundin. Das finde ich schon mal sehr geil und ja, zu meiner Freundin. Also, ich kann mir keine bessere Frau vorstellen, weil. Ja, ihr könnt ja auch mal kommentieren, wie es mit eurer Freundin läuft, aber meine ist jetzt zum Beispiel so, vorher überhaupt gar nichts mit Meerwasser am Hut gehabt und die ist jetzt so weit, dass sie jetzt schon am Googeln ist, wie Meerwasser funktioniert, wie Abschäumer funktionieren, wie man fragmentiert, woran erkennt man Doktorenfische und so weiter. Also es ist echt cool und ja, sie ist komplett angefixt und hat auch selber jetzt schon Lust auf ein eigenes Aquarium, aber erstmal teilen wir uns das hier und ja. Bin ich sehr zufrieden mit meiner Freundin und mal schauen, was das noch so wird. Ich könnte mir vorstellen, ich muss irgendwann zu meiner Freundin gehen und die fragen: Hey Mensch, ich habe das und das Problem, was muss ich tun? Ja, naja, schauen wir mal. Ja, das war es auch erstmal schon. Ich werde jetzt die Osmoseanlage anschließen und dann werde ich das Becken langsam befüllen. Ich schätze mal, es dauert so 5, 6 Tage, bis es voll ist.
Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns spätestens am Wochenende. Bis dann und denkt immer dran, Eider bringt euch weiter. Ciao.